Also willkommen im Labor für Entrepreneurship. Zu Gast heute Alejandro Wagner mit San Miguel Schuh und mit einer Kunstfigur, wo du uns gleich noch ein bisschen erzählen wirst, was die Figur mit Entrepreneurship zu tun hat. Genau. Und vielleicht stellst du auch danach kurz deine Idee vor. Jawohl, so machen wir das. Ja, genau. Warum bringe ich diese Skulptur mit? Ich bringe die deshalb mit, weil sie überhaupt mich auf die Idee gebracht hat, mich mit diesen Schuhen zu beschäftigen. Und da ist eine kleine Geschichte dahinter. Ich habe vor ein paar Jahren eine Boutique in Mexiko geerbt, wo ich auch herkomme. Und da verkaufe ich nicht nur die Skulpturen von den mexikanischen Künstlern Daniel Palma, sondern eben auch diese Schuhe. Ich habe die mal hierher gebracht, weil ich muss immer sehen, wie ich das mit meinem eigentlichen Beruf verbinden kann, eine Boutique in Mexiko zu haben und ich hier als Wirtschaftsberater, der zu dem Zeitpunkt eine monatliche Seminarreihe herausgebracht für seine Kunden zum Thema Karriere und Persönlichkeit. Und dann war das halt, habe ich eine Vernissage gemacht nach einem Immobilienfinanzierungsseminar. So. Und im gleichen Jahr noch habe ich ein Seminar gemacht zum Thema Entrepreneurship, inspiriert durch genau diese Workshops hier. Und dann, ich glaube, diese beiden Statuen sind verwandt, ja? Weil ich habe nämlich anhand dieser Statue die Prinzipien von Medici und Komponenten erklärt. Und zwar folgendes: Der Künstler Daniel Palma, der hat eine Vision, einen Wunsch. Er möchte nämlich das Perpetuum mobile bauen. Das wissen wir seit Medici, dass es überhaupt nicht möglich ist. Und zwar möchte er das bauen mit den Elementen des Universums. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ne? Also aus vorhandenen. Und jedes Mal, ist mir halt nicht gelingt, dann ist es halt nur ein Kunstwerk. So. Es hat auch die Funktion, naja, also man hat jetzt die Sichtachsen drin, ja, also er steht auf dem Kopf, so ein kleiner Teufel, der so ganz frech die Konvention bricht. Ja. Also hat er auch Kopfschild Kapital gelesen? Ja, absolut, nee, völlig unabhängig. Das scheint ja so ein universelles Ding zu sein. Ja. Wir haben hier die Skalierungsstufen. Ja. Vor allen Dingen inspiriert mich diese Skulptur immer, sein ganzes Business auf den Punkt zu bringen, zu dessen, was man anbietet. So. Mhm. Ja. So eine Art Konzeptkunst. Ja, und wie kam ich denn auf diese Idee mit den Schuhen? Wir haben dann im nachfolgenden Seminar gemacht zum Thema Import-Export. Das haben wir übrigens zusammen mit Florian Komm gemacht. Da war ich dann halt in dem Zeitpunkt in Mexiko und auf Drängen der Teilnehmer wollten die unbedingt, dass dieses Seminar stattfindet. Also haben wir das über Google Hangout gemacht und wo dann das Prinzip Kopfkapital und Thema Export. Und darauf folgend haben dann die Teilnehmer gesagt, naja, jeder kann darüber reden, ein Business zu machen. Mach mal ein. Nur so eine Art Fallstudie. Und das, was ich heute präsentieren werde, ist letztendlich das Zwischenergebnis dieser Fallstudie, das eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat. So, Das sind diese Schuhe. Das sind diese Schuhe. Aber nicht im ersten Anlauf, weil wir haben dann im Seminar, in den Workshops, haben wir so mal so Brainstorming gemacht mit den Teilnehmern. Was wollen wir denn aus Mexiko importieren? Denn das sollte ja was zu tun haben. Und dann kamen dann so Sachen wie Kunsthandwerk, naja gut, prähispanische Musikinstrumente, absolute Marktnische. Ja. Und also der Markt war genauso nischig, dass zwei Kunden in Betracht kamen. Der eine hatte kein Geld und der andere, seine Mutter ist gerade gestorben. Also das war wohl kein tragfähiges Business. Ne? Und drei Tage vor meinem planmäßigen Abflug nach Mexiko habe ich einen Spaziergang gemacht durch Berlin. Und bin dann zufällig in Kreuzberg gewesen, habe gesehen, dass ein Lokal, da war ein Friseur rausgegangen und da ging ein neuer Laden rein, war noch nicht renoviert. Ich habe geguckt, das ist eine geile Location für irgendein Produkt, was ich jetzt noch nicht kenne. Ne? Und dann habe ich gesehen, Kinderschuh am Platz, ne? Telefonnummer, Handynummer. Dann habe ich gesagt, Moment mal, ich habe doch die San Miguel Schuhe, die verkaufen auch Kinderschuhe. Wie kamst du zu den San Miguel Schuhen? Erklär das nochmal. Ach so, die San Miguel Schuhe ist es ja so, dass diese Schuhe ich seit über 10 Jahren, oder meine Mutter damals, in meiner Boutique verkauft habe. Und zwar mit wachsendem Erfolg. Genau.
Und es war ja auch sogar so, dass ich einen Katalog mitgebracht habe, ne, aus Mexiko. Der lag dann bei mir im Büro rum und meine Kunden, ohne dass ich dieses was irgendwie verkaufen wollte, der lag einfach nur da, wollten, was ist, hast du denn da? Und kann ich den mitnehmen? Ich sage so, nein, das ist mein einziges Exemplar, das nimmst du bitte nicht mit. Doch, ich verspreche, beim nächsten Termin bringe ich es mit. Ja? Und beim nächsten Termin kam der Katalog nicht zurück. Du hast mir aber versprochen, den Katalog mitzubringen. Je, der hat gerade jetzt meine Schwester. Und beim übernächsten Termin, ja, der ist gerade in der Anwaltskanzlei in der 5. Etage und gerade bei der Sekretärin und so. Und kam dann zurück voller Spickzettel, voller Bestellungen. Also diese 3M-Postis, ne? So Größe 39, Alma Faro und so, was soll ich denn damit? Ja, du fliegst ja nach Mexiko, hast du gesagt, bring uns ein paar welche mit. Und so weit es die Zollbestimmungen zugelassen haben, habe ich dann auch die Schuhe mitgebracht. Aber das Business kam ja viel später, eben halt im Zusammenhang mit diesem Spaziergang, mit den Schuhen. Ich habe kein Geld, um jetzt ein Lokal anzumieten, angestellt und so weiter. Aber ich hatte die Gelegenheit dann, weil die Kinderschuhe, das war wohl nichts für die Inhaberin, aber Damenschuhe wollte sie schon immer mit einführen, wollte mir aber keinen abkaufen. Und dann 3 Tage später war ich in Mexiko, bin kurzfristig zu San Miguel Allende gefahren, habe mit der Fabrikbesitzerin auch gesprochen. Wie sieht's aus? Wir haben die Möglichkeit, wir haben Platz, ja, ist ganz wichtig. Wir haben jetzt eine Chance, die Schuhe einzubringen. Ich habe ein Problem, ich habe nur 2000 Euro. Eigenkapital. So. Was sind das denn für Schuhe? Was ist das Besondere an den Schuhen? Genau, das Besondere, und da komme ich jetzt wieder, mache ich den Bogen zur Statue zurück. Denk an etwas Unmögliches. Ja? Etwas, was völlig unmöglich ist, ein Perpetuum mobile, und löse ein Problem. Und die Geschichte von diesen Schuhen ist die, denk doch mal an was Unmögliches. Okay, Kopfsteinpflaster und High Heels ist doch etwas, was gar nicht geht. Richtig? So. Das hat der Santiago Gallardo, der Gründer von San Miguel Schuhs, auch erkannt. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass in dieser Kolonialstadt, die wunderschön ist, Weltkulturerbe der UNESCO, viel Kultur, die Experts, die Amerikaner und Kanadier, die dort leben, immer sich die Hacken brachen, um zu den Vernissagen und Cocktailpartys zu gehen. Ja? Aber mit Sneakers zu gehen, geht ja nun gar nicht. Ja? Kannst du machen, sieht aber kacke aus. So. Und dann hat er dann halt die, darf ich mal... Hol mal den roten. Ah ja, jetzt sehen wir ein paar von den Schuhen. Dann hat er nämlich die erste. Ich darf hier erstmalig in Deutschland, meine Damen und Herren, den roten San Miguel Classic. Ganz, ganz viele Schuhe. Blaue, bunte, rote. Den Cocktail Combat Sandal, bitte. Wie heißt der? Cocktail? Genau, das ist nämlich der Cocktail Combat Sandal. Aha, Combat, wie Kampf. Combat, ja, weil man sagt, Cocktailparty, Cocktailparty. Der Cocktailparty Kampfschuh, genau. Für die, genau. Dame. Auch weil du mit einem unbequemen Schuh, genau. Das ist die Ursandale von San Miguel. Ne? Man sieht, es hat eine sehr dicke Sohle, die Kopfsteinpflaster tauglich ist. Aber wenn man die anzieht, sieht man trotzdem als Frau sehr feminin aus. Sehr praktisch, sehr robust, hält 10 Jahre. Kann man die Waschmaschine schmeißen. Echt? Ja. Ist Pflegelei. Also jetzt die Frage, gibt es auch ein Herrenmodell? Gibt es den potenziellen Käufer? Tatsächlich. Ja, also es gibt eine Linie, aber ich fokussiere mich erstmal auf Frauen und dann können wir das erweitern. Ja, so. Und genau, Cocktail Combat Sandal. Ein durchschlagender Erfolg. Können wir die mal rumgeben lassen? Ja, bitte, ja klar. Und das war 1992, der Schuh ist immer noch ein Klassiker, ein Renner. Aber daraus haben sich viele Modelle entwickelt. Das ist eine richtige Erfolgsstory. Ein Kultschuh geworden. Meine Kunden, die aus Kanada kommen und in Mexiko leben, also das sind immer so diese Snowbirds, ne? So wie hier einige in Malta leben und gibt es halt immer auf dem amerikanischen Kontinent, die sagen, Ice Scratching, no way, ich bin im Wintermonaten, bin ich in Mexiko, habe da ein Haus und brauche Schuhe. So. Und da kamen dann so halt mehrere Schuhe. So. Und 140 Modelle, 100 verschiedenen Farben, also sehr variantenreich. Wie hast du jetzt die Idee weiterentwickelt? Also was, wie hast du das zum Entrepreneur Design gemacht? Genau, also erstmal habe ich geguckt, Gründe aus Komponenten.
Ich habe geguckt, was habe ich überhaupt. Ja, ich habe einen Laden in Mexiko, ich habe Lieferanten in Mexiko, ich habe meine Seminarreihe, ich bin Wirtschaftsberater hier, ich muss das irgendwie unter einen Hut oder unter einen Schuh bringen. So. Das waren erstmal meine Komponenten, die ich eingebaut habe in diesem Entrepreneurial Design, das zu meinem Leben auch passen muss. Ja? Und dann habe ich einfach mal getestet, ja, welche Schuhe kommen an. Also wir haben letztes Jahr im August 500 Paare importiert. Mhm. Ich habe keinen Cent dafür bezahlt. Also die Fabrik hat vorfinanziert, weil die das geil fanden, die Idee. Es war aber nicht nur, weil du da Familienbeziehungen hast. Oder die waren bereit, das zu vorfinanzieren. Die waren bereit, die haben das selber vorgeschlagen, ja, weil die wollen unbedingt in den europäischen Markt reinkommen. Haben gesehen, okay, da ist jemand, mit dem haben wir schon jahrelange Erfahrung als Geschäftspartner über die Boutique. Und den trauen wir das auch zu, sage ich mal so. Und ja, und ich zahle denen halt das, was ich verkaufe. Mhm. So. Also Kommissionsware. Es ist, steht unter Eigentumsvorbehalt, mhm, also rein rechtlich und steuerlich ist es eine andere Geschichte. Mhm. Kommissionsware ist es allenfalls in der Boutique, in dem Schuhgeschäft, mhm, was ich da, wo ich einen ungenutzten Raum benutze, dann zahle ich halt eine Commission an die Besitzerin für jeden Schuh, den ich verkaufe. Mhm. Habe aber keine Personalkosten und keine Fixkosten. So. Was ist das Neue an der Idee? Weil wie können wir Zalando damit angreifen? Was ist das Besondere? Genau, genau. Schrei vor Schmerz vor gestern. Ja. Ja. Ich bin dann im Rahmen dieser Recherche auf ein ganz großes Problem gestoßen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich würde mal gerne in der Runde fragen, wer hatte denn schon jemals Probleme mit Schuhen, die drücken? Bitte mal so Hand hoch. Ja? Doch? Okay. Also tatsächlich ist es so, und das war echt ein Schock für mich, 80% der Bevölkerung tragen Schuhe, die nicht passen. Und 60% der Bevölkerung haben tatsächlich Beschwerden mit Füßen. Und dann komme ich als Wirtschaftsberater wieder rein und sage, kein Wunder, dass der Grund Nummer 2 für Berufsunfähigkeit Beschwerden des Bewegungsapparats nach Psyche ist, was auch mit Schuhen zu tun hat. Ja? Wenn die Schuhe scheiße aussehen, dann bin ich total scheiße. Ja, ja, ist so. Ja? Man definiert es. Schuhe tragen uns durchs Leben. Und das, ich habe auch festgestellt, ich könnte 5-mal mehr Schuhe verkaufen, wenn ich immer passende Schuhe habe. Und dann auch noch eine passende Farbe. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Und dann muss ich mir halt überlegen, okay, mit dem Vorhandenen, wie kannst du dieses Problem lösen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt einfach mal ein Jahr gebraucht, um die ganzen Modelle zu analysieren. Habe festgestellt, dass die modular aufgebaut sind. Die gleiche von den Cocktail Combat Sandal ist die gleiche Sohle wie für den Boot. Der heißt jetzt Boot. Nein, nee, das ist ein Stiefel. Der heißt jetzt Princess. Das war übrigens der Bestseller. Alles verkauft, kommt neu. Ne? Also die gleiche Sohle wie für die Princess. Dann haben wir den Oregon. Für Malten zu warm. Nee. Eben nicht, weil dieses spezielle Elastic-Stretch-Material, das übrigens in Italien und Brasilien hergestellt wird, da drin schwitzt man nicht, man friert offenbar auch nicht da drin. Also was schwitzen. Ist das für ein Material? Das ist ein Elastic-Stretch, kann ich jetzt so, bin kein Chemiker. Okay. Die Sohle, das sind unterschiedlich, das ist eine Gummisohle, kann ich mal rumgeben. Nein, natürlich nicht. Genau. Ist es Kautschuk? Nee, ist kein Kautschuk. Das ist ein Plastikmaterial. Achso, die ganzen. Genau. Ja? Also von den Stiefeln gibt es etwa 20 verschiedene Modelle. Die holen jetzt alle mal raus. Genau. Also, während die Anprobe weitergeht, kann ich ja schon mal ein bisschen weiter fragen. Also genau. Sagen, wie wird denn jetzt ein Geschäft, also es gibt Schuhläden um die Ecke, es gibt Schuhläden im Internet, es gibt ein Problem, hast du uns gerade erzählt, dass die Leute tendenziell verkehrte Schuhe zu klein, zu groß, genau, von der Passform nicht passen. Also diese Schuhe scheinen dieses Problem zu adressieren. Genau. Was ist anders an diesen Schuhen? Warum adressieren Sie das Problem, dass die Leute den passenden Schuh anhaben? Genau. Erstens, genau, wenn man das vergleicht mit Lederschuhen oder Kunstlederschuhen,
hat dieses Material den Vorteil, dass es sich dem individuellen Fuß anpasst. Ja? Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Knochen in unseren Füßen. Es ist ein sehr komplexes Gebilde, so ein Fuß. Und wenn man so ein Hühnerauge hat, da kann das Leder irgendwie keine Rücksicht nehmen. Mhm. Und das passt sich eben halt, schmiegt sich eben halt an. Also damit hat man schon sehr viel erreicht. Also erstmal das Material, natürlich auch die Sohle spielt eine Rolle. So. Und der eigentliche Punkt ist, was ich festgestellt habe, wir haben in der Tendenz, auch durch die demografische Entwicklung auch, ändern sich die Füße der Bevölkerung. Die werden tendenziell breiter, aber die werden auch schmaler, länger, unterschiedlicher. Mhm. Und da kommt diese Konvention, Schuhgröße, eigentlich gar nicht mehr gerecht. Mhm. Ja? Also das ist eine Konvention, die überhaupt keine Funktion erfüllt, vielleicht in 17% der Fälle. Ja? Abgesehen davon, dass eine Schuhgröße 39 in Frankreich eine andere ist als in Deutschland und auch hersteller- und modellspezifisch ist. Also keine Funktion. Ich habe eine Funktion eingebaut. Ich habe festgestellt, ich habe Boots, das sind die Verletten, die sind eher schmal geschnitten, die sind eher normal geschnitten, die sind weit geschnitten, die sind extra weit geschnitten. Aber vom Prinzip her, vom Look her, ist es eigentlich ähnlich. Mhm. Ja? So, da kann mir jetzt der Kunde, kann jetzt bei mir verschiedene Absatzsorten wählen, Small, Medium, High, mhm. ja? Und dann in der Variante schmal, mittel, Plattfuß. Breit, Plattfuß, ja, so. Und mit diesem einfachen Baukastensystem kann ich 80% des Bedarfs eigentlich decken. Mhm. Gut, jetzt hast du uns überzeugt, dass das der Schuh ist, den wir ab morgen alle tragen. Bitte. Jetzt hast du hier 20 Leute oder 40 Leute überzeugt. Also wie willst du dann den Leuten, die eh schon nicht wissen, dass sie falsche Schuhe anhaben, sozusagen klar machen, dass sie falsche Schuhe anhaben und dass sie diese Schuhe kaufen sollten und dass sie sie bei dir kaufen sollten? Also sozusagen, wie wird der Markt auf dich aufmerksam? Also da gibt es ja nun welche, die jetzt demnächst an die Börse gehen, gut kapitalisiert sind, die also Experten wie die hier die von vorhin zu Hunderten haben. Sozusagen, wie willst du das schaffen, dass du Aufmerksamkeit erringst, dass du da auch entsprechend Kunden gewinnen kannst? Also eine Maßnahme ist eine Teilnahme am Gründerwettbewerb, ja? Aber nicht nur. Nee, in der Tat ist es so, ich bin eher erpicht auf Stammkunden, weil wenn eine Kundin, die wissen das, dass sie Probleme mit Schuhen haben, wenn sie diesen Schuh entdeckt und die wissen, dass der passt, hat dieser den enormen Vorteil, dass alle Farben, die ich anbiete, das sind 35 verschiedene Farben, von schlicht schwarz bis schrill bunt, kann man die mit allen Stilen kombinieren. Mhm. Ja? Und wenn ich einmal einen Schuh habe, der mir passt, dann kann ich diese Schuhe eigentlich im Abo verkaufen. Also diese Modelle wechseln nicht alle halbe Jahr, sondern es gibt ein Modell seit 10 Jahren in 1000 Varianten. Genau. Es kommen immer ab und zu neue Sohlen hinzu und so. Aber da muss man halt definieren, ist es ein weites Modell, ein enges Modell. Mhm. Ja? Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Ich habe einen Schuh gefunden, der mir passt. Hey, dann kombiniere ich den halt nächstes Jahr oder nächsten Monat mit einer anderen Farbe. Also wir haben für die halt gerne nur schwarz tragen. Also wir haben 4 Varianten von schwarz mit ein bisschen Silbermetallic drin und ganz schlicht und mit so einem Muster oder so einer Textur. Ja. Lass uns vielleicht mal die Idee jetzt nochmal in der großen Runde besprechen und gleich weiter öffnen. Gerne. Vielleicht Fragen, Feedback dazu, ja? Haben Sie auch Schuhe mit Sohlen, die gelenkfreundlicher sind? Also hier in der Stadt tritt man ja auf hartes Pflaster jedes Mal. Und gibt es irgendetwas, was man ein bisschen nach dem Feder von? Genau, habe ich. Ich habe 20 verschiedene Sohlenarten. Okay. Genau zählen kann ich sie nicht, weil es kommt immer noch. Aber die Princess zum Beispiel? Diese Sohlenarten, die sind nach was strukturiert? Also Stadt, Land, Berlin, Mexiko? Oder wie kann man sich das vorstellen? Warum gibt es 20? Naja, weil es gibt Leute, die oder Situationen oder Anlässe, wo man lieber einen hohen Absatz tragen möchte. Dann gibt es Situationen, wo man das eher sportlich mag. Diesen Schuh kann man aber trotzdem
Der ist so bequem wie, sagen wir mal, ein Tennisschuh, aber man kann ihn trotzdem im Büro tragen. Das ist dann wiederum Geschmackssache. Ne? Also manche sagen, ich kann keine Absätze tragen. Ab einem gewissen Alter geht das nicht mehr. Dann brauchst du auch keine High Heels. Dann kannst du sie immer vordefinieren. Ich möchte einfach nur einen flachen Absatz haben. Alles andere interessiert mich nicht. Und die wie schützt du dich vor Imitatoren? Also jetzt gibt es diese Marke, die ist ja etabliert. Du musst also keine Marke schaffen. Du musst die Marke hier in Deutschland bekannt machen. Aber also ich sag mal so, ich sage, das ist ein toller Schuh. Ich fange damit morgen an und habe jetzt nicht nur die 2000 Euro, sondern ein bisschen mehr Startkapital. Also verkaufen die also der Hersteller auch an jemand anders? Hast du da eine Exklusivität? Also wie schützt du dich vor Mitbewerbern? Also sprich, Zalando sagt, wir nehmen 100.000 Stück. Dann sagen die, Mensch, ist ja super, dann liefern wir doch an die. Oder wie schützt du dich da oder hast du da ein Agreement? Also ich habe, genauso wie ich das in Mexiko auch habe, ich habe ein Gebietsschutz-Agreement. Das wurde schon seit jeher auch eingehalten. Es gibt keiner, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ich habe. Also Exklusivität? Ja, ich habe eine Exklusivität und auch eine Exklusivität für den Markt, den ich bediene. Ich habe eine... die werden auch in Holland seit 2 Jahren verkauft. Das Lustige ist, die Yvonne Uhlemann, die war in meinem Laden in Mexiko, hat die Schuhe gesehen und meinte, das wäre doch eine tolle Idee für Europa und hat die dann vor 2 Jahren in Holland eingeführt. Und ja, es sind immer so, wir testen, wie das funktionieren kann, der Markt. Wir beliefern auch Designer, die sagen, okay, ich mache jetzt ein Kleid oder ein Outfit speziell zu diesem Schuh oder umgekehrt. Das heißt, Vorteil für eine Frau, sage ich mal so, die kann einen ganzen Outfit kaufen. Ja? So. Nach dem Schuh. Nach dem Schuh oder umgekehrt, das wird genau abgestimmt. Kannst du mir diese Farben besorgen? Und sagen wir, ja, haben wir, weil wir haben so unendlich viele Farben. Und dann können wir dann halt für den Designer speziell Dings liefern. Okay, vielen Dank, ja. Alejandro.